Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Final Fantasy 9. Ja, im letzten Part wurde Lindblum angegriffen von keinem geringeren und wer soll es auch. Wie soll es nicht anders möglich sein von Königin Brane. Ja, das Ganze hier ist zwar etwas besser ausgegangen als in Clara, trotzdem gibt es hier haufenweise Tote. Überall Zerstörung, Verwüstung, das gesamte Industriegebiet ist weg. Das Theaterviertel hat auch einiges abbekommen. Wir fürchten um unsere Freunde, falls sie hier zurückgekehrt sein sollten. Die Tantalus-Bande. Auch von Steiner, Beatrix und Freya fehlt jede Spur. Wir wissen gar nicht, wie es ihnen geht, ob sie es aus Alexandria rausgeschafft haben. Normalerweise schon, sind doch immerhin Markus und Blank auch bei ihnen. Ja, und wir sind jetzt hier mit dem Auftrag unterwegs, neue Ausrüstung für uns zu besorgen. Wir können auch nur das Einkaufsviertel hier betreten, alles andere ist gesperrt, bis auf das Schloss eben. Und ich würde sagen, wir gehen es gleich an. Was will der Großherzog jetzt wohl machen? Denen einfach so ganz Lindblum überlassen? Ja, wenn sie nicht sterben wollt, wird ihm nichts anderes übrig bleiben. Stimmt es, dass das Industriegebiet in Schutt und Asche liegt? Dann werde ich wohl nie wieder Rutgers Suppe essen können. Rutgers Suppe. Möchtest du dich etwa auflehnen gegen uns? Das hatten wir schon. Bla 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 bla. Ja, wie töricht. Ja, du. Du Idiot. Sprich mich nicht an. Mensch, wenn aufliegt, dass ich der Anführer der Wachsam bin. Hast du gerade Nicole gesagt? Sagt sie also schon wieder so einen Quatsch. Ich glaube an meine Ideale. Ich kann nicht einfach so wegsehen. Was auch immer kommen mag, man muss seinen Idealen treu bleiben. Ich kann nicht aufhören. Ich muss den Weg gehen, den ich gehen muss. Selbst wenn das bedeutet, dass ich Nicole das nächste Mal vielleicht auf dem Schlachtfeld gegenüberstehe. Na, servus, Kaiser. Jo, wir gehen jedenfalls shoppen. Wir sind der Shopping King. Nicht Queen King? Das wird die Stadt nur in einer Nacht erobern kommen. Bla bla bla. Ja, die hat auch immer nur dieselbe Platte drauf. Hallo? Ödländer Set. Verflixt. Jetzt stehe ich ja schön blöd da. Der Laden hin, meine Waren hin, alles hin. Wo war überhaupt die Luftschiffflotte zum Zeitpunkt des Angriffs? Ja, das die sind in der Nacht gekommen. Wo willst du denn das bitte? Ich meine, du siehst nichts, du hörst nichts, auf einmal macht's Bumm. Und da war's schon zu spät. So eine Schande. Und wir können nicht einmal was tun gegen Brane. Clara hat es ja probiert. Aber sie wurden von dieser Bestie niedergebrannt. Im Moment können wir nur klein beigeben. So ist es nämlich. Heute leben, um morgen zu kämpfen. Das sind die Worte des Großherzogs. Wir glauben an seine Worte und leben nach diesem Motto. Ja, die sind auch gar nicht mal so dumm, ne? Mit ihr haben auch schon geredet. Das heißt, wir gehen... Ah, warte, da unten war ja noch ein Haus, ne? Ach, konnte man da rein? Ich glaube, mit dem Haus konnte man eh nicht rein, oder? Oder doch? Aber nein. Da, dieses meine ich... Doch, da geht's rein. Ups. Habe ich gewusst. Ach ja, der war das. Servus. Der Krieg ist schon eine schlimme Sache. Kriege sollten ab sofort im Kartenspielen ausgetragen werden. Wer weniger blutig. Boah, das ist ein schlauer Spruch, wirklich wahr. Kartensammler Ausgabe 8, Sonderausgabe. Was macht eine starke Karte aus? Verlierst du auch immer, weil du nur schwache Karten hast? Lerne vom Kartenprofi seine Exzellenz, vom Großherzog Sid höchstpersönlich, wie man eine schwache von einer starken Karte unterscheidet. Fabel Verlag. Jo, hier. Phönix Daune. Oje, schau mal, letztes Mal war da oben ein Vogel und der ist nicht mehr da. Ich steck fest. So, der ist nicht mehr da und hat zwei Eier zurückgelassen. Wenn der Vogel jetzt verstorben ist, werden die Eier auch sterben, weil sie nicht ausgebrütet werden, ne? Und einmal Äther.
Na schön, von dem Bett ist auch nicht mehr viel übrig geblieben. Furchtbar. Einfach nur furchtbar. Großherzog Sitz, ganz ein anderes Thema. Der ist ein Kartenprofi? Hätte man ihm gar nicht angesehen, oder? So, bei dem Kerl können wir wieder zurückreisen. Dann werden wir hier reinschauen. Tja, blöde Kuh. Redest du nicht mit mir? Es wird so langsam Zeit, mir ein neues Schwert zu kaufen. Aber leider sind die Preise hier ziemlich gesalzen. Wahrscheinlich mit Absicht. Dem Bug will ich nichts verkaufen, weißt du? Hab deswegen die Preise alle hochgesetzt. Aber du kriegst natürlich alles zum Sonderpreis. War ja so klar, oder? Okay. Ja, die haben wir alle schon. Das haben wir auch schon. Sternenroute haben wir noch nicht. Dann nehmen wir gleich mal eine mit. Feuerstock haben wir, Gletscherstock, Donnerstock. Das haben wir auch, haben wir auch. Haben. Nicht? Ich nehme eine mit, weil ich nicht weiß, wegen Schmieden und so. Vielleicht können wir nicht was Neues schmieden. Das wäre ganz famos. Für die. Bei der Guten hier. Hallo. Tut mir leid. Sieh dich ruhig um, aber von meinem Laden ist nicht mehr viel übrig. Boah, die hatte auch mehr Glück als sonst was, ne? Okay, da haben wir genug. Da ist auch genug. Das müsste auch alles reichen. Zelt werden wir 3 mitnehmen. Baldrian nehmen wir auch 5 mit. Und hier 1. Das müsste dann schon passen. Mach's gut, meine Gute. Können wir hier rein? Nein. Dann noch schmieden. Mal schauen, ob wir überhaupt was schmieden können. Was Neues. Wo ist denn der alte Mann? Ich kam zu spät, um ihm noch zu helfen. Die Schwarzmagier. Sie haben meinen Vater getötet. Ich bin irgendwie mit dem Leben davongekommen. Aber mit ihrer Magie haben sie meine Hände verbrannt. Der Arzt sagte, mit diesen Händen sollte ich mir besser eine andere Arbeit suchen. Aber mein Entschluss steht fest. Ich bin nun mal Schmied. Das ist es, was mein Vater mich gelehrt hat. Und ich werde ein genauso großartiger Schmied wie er, sodass er stolz auf mich sein kann. Ich werde alles geben. Ja. Und das ist es. Wenn erstmal ein geliebter Mensch gestorben ist, am schlimmsten dann der Zeitpunkt, wenn man mit ihm noch gestritten hat vorher, kann man sich diesen Streit oft gar nicht verzeihen. Obwohl es ganz klar ist, dass der Streit schon längst verziehen ist. Im Optimalfall halt, sagen wir so. Es kommt wahrscheinlich ganz darauf an, wie sehr man gestritten hat, denke ich mal, und um welches Thema es ging. Aber wenn wirklich ein geliebter Mensch gestorben ist, ne? Also, den man wirklich gemocht hat, und auch dieser verstorbene Mensch einem selbst gemocht hat, bin ich mir immer sicher, dass es dort dann Vergebung gibt. So. Ja. Oh. Ein neues Schwertchen. Ich brauche eine Silenquidea. Muss ich gleich holen gehen. Seidenkleid? Stirnband würde ich brauchen. Verflixt. Das Stirnband hat gerade die andere Gruppe. Seidenkleid haben wir, glaube ich, noch. Nein, haben wir, glaube ich, nicht. Halstuch genug. Kristallschild. Gemeinstiefeln. Kartuschi. Bla bla. Korallenring, Goldschalt, Zauberstiefel haben wir auch noch nicht. Den machen wir einmal. Barett haben wir sicher auch noch nicht. Mistgabel ist dann weg. Ah, müsste man aber genügend haben. Kraftgurt. Den Kraftgürtel haben wir aber schon angelegt, ja. Den weiß ich echt nicht, ob wir den besitzen. Wahrscheinlich schmiede ich eh schon manche Sachen doppelt und dreifach. Aber das ärgert mich jetzt gerade. Stirnband werde ich nicht bekommen, aber den können wir machen. Schnell nochmal Schwertchen kaufen gehen. Stirnband werden wir, glaube ich, nicht kriegen. Das ist nicht schön. Das ist, glaube ich, auch ein geschmiedeter Gegenstand gewesen. Das ist gemein, ist das. Servus. Ich brauche
Ja, ich brauche bitte einmal das. Schau mal nach, aber ich fürchte... Stirnband. Boah, hab ich ein Glück. Volles Glück. Volle Kanne Glück gehabt. Super, super, supi. Ich glaube, das Seidenhemd, das Seidendingens hatten wir noch nicht. Ich schmied's einfach mal, das ist ja wurscht. So, bitte, schmiede. Einmal den hier. Ja. Und das hier bitte auch. Wir bedanken uns. Jetzt müsste es passen. Kristallschild. Haben wir ein Kristallschild? Hat es die andere Gruppe drüben? Kristall und Leder waren das jetzt, ne? Armreif. Scheiße. Nochmal schauen gehen, ob der das verkauft. Dann ich schmied's dann einfach mal, das ist sehr wurscht. Scheiße. Das sagt man nicht. Noch geht's. Noch darf man sagen. Und wir werden das ausnutzen, bin ich mir sicher. Wir YouTuber nutzen das noch aus, solange es geht. Wieso hat er das nicht geschmiedet, wenn es im Inventar war? Fehlt mir etwa das Geld schon dafür? Boah, das wäre jetzt aber fies. Wenn es jetzt so viel Geld kostet. Jetzt muss ich gleich schauen. Ich dachte, ich hatte kein Material mehr dafür. Wieso willst du das nicht schmieden? Sag einmal, ha? Ich bin einfach nur doof. So schaut's aus. Ich bin nur doof. Sonst geht's mir gut. Alles klar. Super. Super. Na fein. Rüste um. So, rüsten wir um. Als allererstes Mal kriegst du dein neues Waffelein, den Tetonator. Seelenwandlung und 777 kriegt er dazu. Stirnband ist für ihn out. Aber es gibt aber nichts Besseres. Lol, ich hätte sogar ein Stirnband gehabt. Ich hätte es gar nicht. Wurscht. Mithril, Armreif. Ja, da ist er auch fertig. Adam, Dingsweste passt auch. Halstuch passt auch. Und die gute Lilylein. Die Mithril-Route, die kann sie schon mal getrost vergessen. Sie nimmt jetzt gerne die Sternroute, kriegt Ability ab, Reflex und Levitas. Stirnband braucht sie noch. Kristall am Reif könnte sie, möchte sie auch gern loswerden, ist aber der Wahl nicht muss. Und die beiden braucht sie auch noch. Okay. Fisch. Dann gehen wir mal weiter. Gehen wir wieder zurück zum Schlosselein. Wir sind ja hier fertig. So. Servus, wir sind fertig. Wir sind startbereit. Wunderbar, dann bitte hier entlang. Seine Exzellenz erwartet euch in der untersten Ebene. Active Time Event. Branes Flotte läuft ein. Na toll. Die alte Schachtel haben wir noch gebraucht. Für Kriegsbeute laden die aber ziemlich billiges Zeug ein. Ob die das alles allen Ernstes mit nach Alexandria nehmen wollen? Oder planen die vielleicht eine längere Seereise? Hey, ihr dort. Hier wird nicht geredet, sondern gearbeitet. Bagage. Boah, verdammt nochmal. Wer glaubt ihr eigentlich, wer die sind? Wir sollten ein wenig Zeit gewinnen. Wird sicherlich noch eine Weile dauern, bis sie sie gestoppt haben. Mann, Alexandria herrscht jetzt über den ganzen Kontinent. Was nützt es denn, Vorbereitungen für eine Seereise zu machen, wenn es eh niemanden mehr zu bekämpfen gibt? Was haben die bloß wieder ausgeheckt? Ist mir ein Rätsel, aber es handelt sich um die habgierige Brane. Vielleicht fehlt ihr nach, also fehlt ihr noch ein Kontinent in ihrer Sammlung. Tja, schaut demnach so aus. War alles voller Wachen. Wo geht die Expedition denn diesmal hin? Mir wäre weit und breit kein Land bekannt, das für uns eine Bedrohung darstellen könnte. Aber was zerbreche ich mir hier den Kopf? Königin Brane wird schon wissen, was sie tut. Und unsere Aufgabe ist es, ihre Befehle auszuführen. Genug jetzt damit. Komm mit. Ein paar Lindblum-Soldaten haben sich im Gästezimmer verschanzt. Großartig. Look, 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 look. Look, look. Geht schon, kommt's. Okay.
was um alles in der Welt hat Brane nur vor. Zidane, müssen wir wirklich zum äußeren Kontinent? Was hast du denn auf einmal? Vorhin warst du doch noch ganz versessen darauf. Aber wenn euch etwas auf diesem fremden Kontinent zustoßen sollte, dann bin ich alleine zu schwach, um euch zu retten. Du sorgst dich also um mich? Naja, so kann man das nicht sagen. Es ist nur so, wenn die Prinzessin ihren Leibwächter verliert, ist sie in einer Bretouille. Ja genau, in einer Bretouille. Wie sagt man denn? Also, wie sagt man? Ich weiß schon, wie sagt man denn? Prinzessin, ich bin eures Dankes nicht wert, oder? Alter! Nein, im Ernst. Danke. Keine Sorge, ich passe schon auf mich auf. Und wie steht's mit dir, Lili? Schließlich wissen wir nicht, was uns da erwartet. Ich bin bereit. Ich kann nicht zulassen, dass Mutter sich noch mehr zu Schulden kommen lässt. Ich werde dir gehörig den Arsch versohlen, wenn ich sie treffe. Ja, genau. Gut, dann bleibt immer schön, bei mir. Du und Vivi. Ich sorge dafür, dass euch nichts passiert. In Ordnung. Das ist mein Versprechen, ne? Hoffentlich kannst du gute Zidane auch einhalten. Ah, Zidane, Lili, gut, dass ihr kommt. Vivi, wo ist Onkel Sid und die anderen? Naja, also, er sagte, er komme gleich wieder und seitdem ist er weg. Was treibt er bloß wieder? Hurra! Ich habe es geschafft, Zip! Ich habe zwischen dem Wasserdrachentor und hier die Lore sabotiert. Zip! Das konnte ich nicht mehr ertragen, dass die in meiner Stadt, in meinem Schloss vor allem, einfach machen, was sie wollen. Verzipp nochmal. Los, die Gelegenheit ist günstig. Zip! Aber passt bitte auf. In dieser labyrinthartigen alten Mine kann man sich leicht verlaufen. Zip! Großartig. Ach ja, noch was. Nehmt das hier mit. Zirp. Was ist das für ein alter Stofffetzen? Also bitte, ein unverschämtes Mundwerk wie eh und je. Das ist nicht nur ein gewöhnliches Stück Stoff. Zirp. Das ist der Staatsschatz Lindblums. Es handelt sich um eine antike Karte, auf der alle Kontinente verzeichnet sind. Zirp. Ach so, also doch mehr als nur ein Stofffetzen. Eine Weltkarte bekommen. Das ist unglaublich. Nun aber los. Wenn wir hier noch länger plaudern, kommen Sie uns noch auf die Schliche. Zidane, Vivi, Zip. Dass ihr mir euch auch ja um die Prinzessin kümmert. Zip. Mhm, ja. Onkel, du brauchst keine Angst und keine Sorgen um mich zu haben. Eine Juckzirbe kriegt man so schnell nicht unter. Zip. Nun aber schnell. Zip. Wenn die mich hier finden, dann verarbeiten sie mich zu Jucköl. Zip. Lass uns gehen, Lili. Ein neues Active Time Event. Verzippt nochmal. Oh, haben sie schon erwischt. Also sowas. Der Herzog, eine ekelige Juckzirbe und seine ergebenen hirnlose Witzfiguren. Ach, was kann am Verladen von Vorräten bitteschön so lange dauern? Nanu? Ihr zwei da, habe ich vielleicht etwas von Pause gesagt? Dass euch die Feigheit dieser Kerle in den Wahnsinn treibt, kann ich ja verstehen, aber in Kürze beginnen wir ja unsere nächste Operation. Diese Maschine gab plötzlich ihren Geist auf und die Lore steht seitdem still. Stimmt doch, oder? Mhm, ja. Sie machte erst irgendwie zip, zip und dann war Schluss. Eigentlich wollten wir ja noch ein paar Einkäufe erledigen, bevor es losgeht. Irgendeine Nachricht vom Wachposten? Nein, nichts. Ist dafür vielleicht Herzog Sid verantwortlich? Ich glaube, er verheimlicht etwas vor uns.
Na, großartig, jetzt ist er aufgeflogen. Hier muss er lang sein. Ihr da, kommt auch mit. Findet mir den Großherzog. Zu Befehl, zu Befehl. Na wunderbar, jetzt hat er Dreck am Stecken. Der arme Kerl. Wie passend. Hallo, ein Mogli. Mognet. An Monte einen Brief überreichen, genau. Ein Brief von Moton. Vielen Dank, Kubo. Von Motan an Monte. Nicht auszudenken, Kubo. Mog aus dem Schloss ist verschollen, Kubo. Haben ihn die Alexandria-Soldatinnen mitgenommen, Kubo? Oder vielleicht gar die Schwarzmagier gefressen, Kubo? Ich sorge mich ja so. Kubo! Oh nein, das ist ja furchtbar, Kubo. Hast du auch eine Bitte? Ich hätte so gern einen Brief. Nein, hat er nicht. Dann tun wir hier speichern. Kubo! Kubo, Kubo! So, ja. Speichern tun. Nein. Sehr gut. Fertig. Gut. Dann, gehen wir weiter. Ach ja, das hätte ich fast vergessen. Kubo, Kubo, Kubo. Und tschüss. Ich habe vergessen, fast Vivi umzurüsten. Ich Vollpfosten. Entschuldigung. Feuerstöckchen ist gut, ist gut. Geht hier irgendwas anderes? Nein. Hier vielleicht? Seide? Ja, Ability up. Und Urschrei. Sehr gern. Kraftdingens. Okay, das macht auch noch. Dann hat er gar nichts mehr. Ja, ist halt leider so. Passt. Das ist halt nun mal so. Und dann gehen wir gleich weiter. Hallo, du? Aha! Ihr wollt also zu der alten Bergmine? Da geht ihr einfach schnurstracks nach Norden, ist ganz in der Nähe von diesem achterförmigen Morast. Aber da würde ich ja nicht so ohne weiteres hineingehen, ohne sich bei mir gut ausgerüstet zu haben. Dann zeig mal, was du hast. Aha, der hat noch mehr von diesem Zeugs. Plattenpanzer haben wir da schon? Ja. Da ist nur eine Mithril-Rüstung. Potions, okay. Der hat nur diese... Ah, warte, das ist auf 3. Allheilmittel. Nehmen wir da vielleicht auch noch 2 mit. Oder mehr. 10 insgesamt. Oder doch lieber 20. Nehmen wir 20 mit. Wir haben ja genug Geld. Passt schon so. Ich bedanke mir. Servus. So. Wir hauen ab. Wir hauen ab. Wir hauen ab. So. Jetzt bin ich gerade am Überlegen, ob ich wohl wieder nichts vergessen tue. Tormäßig. Also Dürl. Das Tor. Ist da noch irgendwas zu erkunden? Ich weiß es gar nicht mehr. Jo. Ja. Auf jeden Fall werden wir jetzt wieder viel kämpfen tun. Wir brauchen nämlich Level-Ups ohne Ende. Jetzt werden wir langsam nämlich etwas schwächlich. Also bis wir dann zum äußeren Kontinent kommen, hätte ich schon gern so zwischen Level 20 und Level 25, ehrlich gesagt. Haben wir die Viecher gefressen? Also geht ja nicht zum Fressen, wir haben keinen Gewinner dabei. Lanze. So, dann rufen wir doch gleich mal unseren lieben... Ah, das geht noch gar nicht. Ich habe das nicht ausgerüstet. Entschuldigung, ich rufe gar nichts. Ich rufe höchstens nach meiner Mama. Boah, Bibi wird echt schon stark, ne? Er hat echt schon so schlechte Sachen. Ich werde gestern runter. Kann man noch schön zum Lernen drüber anschauen, ne? Feuer? Ich hoffe, das passt. Yeah. Und Zidane, seine neue Waffe, schaut ja auch nicht schlecht aus. Die gefällt mir auch sehr gut. Okay, da muss ich draufhauen. Da kann ruhig mehr gehen. Habe ich jetzt unterschätzt. Da kann mehr gehen. Okay. Da werden wir gleich mit Feuer dann auch in Zukunft Viecher ausmerzen, dann passt das schon. Aber jetzt glaube ich, wer es noch auszahlt. Na, schön. Passt. Jawohl. Ein bisschen Gil, sehr schön. Jetzt wäre eben halt auch die zweite Möglichkeit, dass man eben das Chocobo-Spiel spielen könnte.
Ich würde es wirklich gern zum Schluss machen, ganz zum Schluss. Bevor wir, also nachdem wir schon Kuya besiegt haben, werde ich den Spielstand dann nochmal laden und wirklich dann zum Schluss das Chocobo-Spiel spielen. Das dauert nämlich richtig lange. Und dann können wir uns schön Zeit lassen, dann können die Leute, die das gerne schauen möchten, zuschauen. Ja, wie gesagt, das dauert. Wir können es auch weglassen, wenn es euch lieber ist, weil es geht wirklich darum, dass wir unseren Schoko ja, weiterentwickeln, dass wir wie soll ich sagen, dass er auch Events freischaltet für sich selbst. Und pro Event bekommt er eine andere Farbe und ganz zum Schluss gibt es dann noch einen Bonus sogar. Ja, und zwischendurch können wir eben Schätze sammeln. Da kriegen wir halt haufenweise Items. Chefchen weiß echt viel, Kubo. Ja, nach wie vor. Ja, wie ging's denn eigentlich dorthin? Ich glaube, da muss ich sogar diesen Kuh-Typen da fragen. Wenn's, ja, und wen haben wir denn da? Unseren Quina. Quina, bei dir scheint ja alles fit zu sein. Zidane, lange dich gesehen hab. Es war unglaublich anstrengend, ganz allein von Kleider hier wieder zurück, Mann. Sag mal, kennst du einen Weg, der zum äußeren Kontinent führt? Ich habe gehört, das soll hier in der Nähe sein. Zum äußeren Kontinent, Mann? Der ist bestimmt voller saftiger Frösche, Mann. Hört sich lecker an, Mann. Für frische Frösche bin ich immer zu haben, Mann. Ja. Das bedeutet auch, dass wir hier bei diesem Spielchen durchaus wieder mitspielen könnten. Sollte eigentlich... Aha, wenn ich wahrscheinlich das Ganze verlasse und wieder hergehe, dann startet das Spiel wahrscheinlich. Das wird sich heute aber nicht mehr ausgehen. Das werden wir im nächsten Part dann machen, bevor wir zum äußeren Kontinent aufbrechen. Hallo Meister Quell. Quell hieß du, glaube ich, ne? Sag mal, kennst du eine alte Mine, die hier irgendwo sein soll? Eine Mine, Mann? Jetzt, wo du es sagst, Mann. Ich glaube, ich mich zu erinnern, von so einem Ort einmal gehört zu haben, Mann. Was denn jetzt? Ich bin mir nicht sicher, Mann. Dieser Moorast ist voller Gestrüpp. Vielleicht verbirgt sich dort ein Weg zu dieser Mine, Mann. Vielleicht weiß Quina mehr, Mann. Schließlich jagt er gerne den ganzen Tag im Gestrüpp den Fressen hinterher. Irgendwo im Gestrüpp also. Schönen Dank auch. Tja, viel Info ist das nicht. Aber besser als nichts. Ich glaube, da kann man auch irgendwie... Oh, Quina, wo gehst du hin? Falsch. Quina, wo gehst du hin? Ich rieche Frösche, Mann. Lass die Frösche Frösche sein und hilf uns, den Eingang zu finden. Vielen Dank, hier gibt es Frösche. Hey, Quina, warte doch. Und da stapft er dahin. Ich glaube, das habe ich aus Versehen... Ja. Frösche, Mann. Oh. Warte. Jetzt ist er mir schon wieder weggeflossen, Mann. Hey, Quina, vergiss die Frösche. Schau doch. Das ist doch der Eingang zur Mine, den wir gesucht haben, oder nicht? Den habe ich vorher noch nie gesehen, Mann. Zidane, gehen wir wirklich da rein, Mann? Aber hallo, und wie wir da reingehen werden? Vielleicht kommen wir so zum äußeren Kontinent. Aber nicht mehr heute. So, wir gehen wieder zurück. Ich möchte dann vor allem gerne noch das Froschspiel spielen. Ich werde mal den Moor erst kurz verlassen, damit ich draußen speichern kann. Bambara. In der Mine meine ich mich erinnern zu können, dass es da auch haufenweise Viecher und Monster gibt, die wir besiegen können. Also wir müssen jetzt hier nicht unbedingt hier und da jetzt trainieren, das geht auch dann in der Mine. Na gut, ihr Lieben.
Ich werde hier dann schnell speichern und ein Zelt auch gleich benutzen. Dann sind wir für den nächsten Part ganz schön toll gewappnet und wieder frisch, saftig und wie auch immer. Ja, ich bedanke mich wieder fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!